Fensterkonzert Teil 106. Wir beginnen nun das dritte Jahr. Das erste Jahr war Fensterkonzerte gegen Corona. Das zweite Jahr war Fensterkonzerte für Österreich, fürs Wasser. Und das dritte Jahr, das widme ich nun dem Theater. Ja, ich habe immer schon viel Theater gespielt. Mein Gott, nein. In Zöllingdorf, haben wir da immer viel Theater gespielt. Zöllingdorf schreibt man mit I, sagen tut man Ü, so wie Zwiegewitz, schreibt man nämlich mit 3 T. Und seit 1982 stehe ich auf der Bühne, auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Ja, da haben wir im Gasthaus Bauer in Zöllingdorf viel Theater gespielt. Und alles immer selber gemacht. Die Texte, Textbücher ausgesucht, Hauptrollen gespielt. Das war meine erste Rolle, der Tabakschnupfer in der Mausefalle 1982. Und Regie haben wir gemacht, das Bühnenbild, die Kostüme. Ja, war sogar die ganze Organisation, war sozusagen ein Intendant. Und wir haben 50 Mitwirkende gehabt. Wir haben auch ein Theaterorchester gehabt, da waren 20 Personen und 30 auf der Bühne. Schauspiel, Tanz, Gesang, alles Mögliche haben wir gehabt. Und bis zu 500 Zuschauer. Also, muss sagen, war nicht so schlecht. Und wie gesagt, wir haben keine Ausbildung gehabt. Alles selber organisiert, alles selber gemacht. Musikausbildung haben wir gehabt, sind in die Musikschule gegangen, aber Schauspielausbildung haben wir nicht gehabt. Und mein erster Gesangslehrer, mein richtiger Gesangslehrer, der Klaus Oftschereck, hat gesagt, Schauspiel ist nicht lehrbar. Und wir machen jetzt einen kleinen Blick in den Archivkalender 1986, anno 1986. Schaut euch das an, das waren Zeiten. Und warum schaut man in die alten Aufnahmen immer so jung aus? Ich wünsche Ihnen nun einen angenehmen, erfreulichen Abend und gute Unterhaltung. Dankeschön.